Leute, es ist wieder soweit. Es wird Zeit, unseren Beitrag zur diesjährigen Purge zu leisten. Der Nacht, in der alle Verbrechen erlaubt sind. Auf den Flughäfen im ganzen Land herrschte heute reges Treiben. Touristen aus aller Welt trafen ein, um an der diesjährigen Purge teilzunehmen. Das ist die ultimative Freiheit. Man nennt sie Mordterroristen. Zum ersten Mal nimmt Amerikas Nacht der legalen Verbrechen eine globale Dimension an. Wir wollen bei der Purge dabei sein. La Purga. La Purge. Doch während der Countdown zur diesjährigen Purge läuft, werden die Proteste lauter, dieses Ereignis für immer zu beenden. Senatorin Charlie Rown hat mit ihrer Forderung nach einem Verbot der Purge bei den Traditionalisten für Empörung gesorgt. Unser Land wird über diese Nacht definiert. Wir müssen die Purge beenden. Während die beeindruckendste Purge-Nacht aller Zeiten näher rückt, fürchten viele um die Sicherheit dieser umstrittenen Senatorin. Wir müssen etwas unternehmen gegen diese Senatorin. Okay, fangen wir an. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für 12 Stunden erlaubt. Ich kann nur gewinnen, wenn ich bereit bin, alles zu riskieren. Meine Aufgabe ist es, sie am Leben zu halten. Wir werden die diesjährige Purge zu einem Frühjahrsputz nutzen. Jemand hat uns verraten. Wie wollen Sie? Wir sind jetzt auf uns gestellt. Die wollen ihren Tod, Senatorin. Und da draußen tobt der absolute Wahnsinn. Also haben wir jetzt nur ein Ziel. Überleben. Was machen Sie während der Purge-Nacht hier draußen, Senatorin? Das war ein versuchtes Attentat. Kommen Sie. Sie verfolgen uns. Alle runter! Festhalten! Ich muss sicherstellen, dass sie diese Nacht überleben. Da kommen sie. Runter! Purgen ist unsere amerikanische Pflicht.